Ich stehe immer noch hier an der Autobahn. Das liegt daran, dass das fast 3 Stunden gedauert hat, also 2:30 oder 45, bis der Firmenwagen kam, der den Wagen dann von der Autobahn runtergeschleppt hat. Also die haben immer gesagt, ja, 2 Minuten sind wir da, ja, noch 1 Kilometer. Das hat natürlich alles nicht gestimmt. Die Zeit wurde immer länger, immer länger, immer länger. Und die kamen nicht. Die Polizisten waren verständlicherweise irgendwann schon genervt, weil normalerweise sagt man so eine Stunde, dann muss die Sache erledigt sein. Aber es kann ja nicht sein, 2-3 Stunden steht man da auf der Autobahn als Gefahrenstelle. Ja, und dann ist der Wagen weg. Ich hatte schon meinen Kladderadatsch, also die Verkehrstüten und so, und die Blitzleuchte eingepackt. Dann sah ich, dass der Polizist sozusagen auf mich zugerannt kam und sagt, hast du Starthilfekabel? Dann sprang der Polizeiwagen nicht an. Also der war zwar die ganze Zeit an, ist aber dann ausgegangen und dann hat sich die Batterie entladen und er sprang dann nicht an. Aber wie das so ist, deswegen habe ich den hier ins Bild gesetzt, hat der Nothilfewagen ja so einen Booster und damit kriegt man so gut wie jeden Wagen an, es sei denn, es liegt eine technische Störung vor. Also, dies mit dem Liegenbleiben war sozusagen die unendliche, nervige Geschichte, auch für die Polizisten.